Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stellen kurz den Adria Sonic 780 TL aus unserer Sicht vor. Es liegt uns fern, jemanden zu nahe zu treten. Dies ist unsere Sicht auf dieses Fahrzeug. Unsere Version folgt gleich. Macht ihr euch euer eigenes Bild. So, da sind wir jetzt beim Adria Supersonic 780 TL. Und da muss ich sagen, die Basispreis mit 143.000 Euro, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Und hier das Modell 163.000. Und der Ganze hat eine Länge. Wo haben wir das stehen? Was ich? Ja, Länge. Ah, 7,80 Meter. 2,30 2,99 Meter. Ja, also Maßecam. Von der Maßecam bis hier. Aber wenn ich da schon in die Heckgarage reinschaue, dann muss ich schon sagen, die Heckgarage lässt Wünsche offen, Ussi, oder? Ist ein bisschen schmal, ja. Also ja. Da würden wir mit unseren Fahrrädern und sonstigem auch Probleme bekommen. Wenn man Regal rein haben möchte, dann langt es nur für zwei Fahrräder. Aber wir können mal reinschauen ins Fahrzeug und sehen, ob es was weiterhin einen näheren Blick wert ist. Und das alte Thema bei Mercedes ist, dass der Vorbau von Mercedes ja relativ lang ist. Und auch hier geht es schräg runter. Und wenn ich jetzt mal messe, vom Lenkrad bis zum unteren Ende sind es hier gut 1,20 Meter. Und das ist natürlich eine ganz schöne Strecke. Schaut es hier nicht so wohnlich aus, Lucy, oder was hast du von Eindruck an die Wand? Ja, ist halt dunkel, würde ich sagen, ja, alles. Es ist, sie schaut doch auch so professorisch ein bisschen aus, oder? Ja, irgendwie sieht es jetzt gerade dunkel aus. Obwohl, das ist Face-to-Face, hinten dran jeweils ein Fenster. Das ist Geschmackssache, Face-to-Face? Ja, obwohl mir Face-to-Face ja schon gefällt, aber hier in diesem Modell jetzt nicht. Aber es wirkt alles irgendwie ein bisschen kahl. Also für mich wäre das nichts. Ja, und vor allem auch ein bisschen kahl, würde ich sagen. Das, ja, vielleicht der neue Trend, aber wohnlich macht es den Eindruck auf mich nicht, Lucy, oder? Also, mein... Unser Geschmack ist es nicht. Aber wir schauen ins Schlafzimmer trotzdem mal rein. Ja. Es sind auch keine Vorhänge da. Das ist Geschmackssache. So, der Schlafbereich, auch das sieht wieder sehr nüchtern aus. Also es ist halt sehr modern. Ja, und ich habe jetzt gerade hier, hoppla, hier war jetzt gerade auch noch ein Interessent und der fand das jetzt hier drin ganz toll. Naja, so sind die Geschmäcker halt verschieden. Mhm. Zur Dusche muss man eine Stufe runtergehen. Und Und auch das ist alles schwarz, also ich weiß es nicht, warum die alle schwarz machen. Ja, gefällt halt irgendjemand. Und Stufe ist auch drinnen. Ja, geh mal hier, geh mal zurück, geh mal ins Bett. Mach mal ein Mittagsnickerchen. Tschüss. Ja, das ist praktisch, dass nur eine Schiebetüre da ist. Okay, das finde ich jetzt auch nicht gerade so super. Also wenn man hier auf die Toilette muss, muss man immer erst auf die Stufe. Ja. Also ich muss sagen, vom ganzen Style her ist es nicht das Auto. Ja, du sollst jetzt aber nicht unbedingt jetzt vom Style, sondern auch vom Praktischen. Und das finde ich jetzt nicht praktisch. Auf welche Stufe muss man da? Ja, hier vier. Ach so, weil du die Tür mit aufkriegst sonst. Ja, hier, auf diese auf Stufe. Die Stufe muss ich erst. Also wenn ich ah, das ist ja.
Also wenn ich jetzt hier reinkomme und auf die Toilette gehe, dann muss ich entweder ins Bad. Ah, nee. Oder erstmal auf die Stufe, damit ich auf die Toilette kann. Ist unpraktisch. Also, ich würde sagen, kein Fahrzeug für uns. Nein. Und ich würde sagen, wir tun nochmal unter die Decke schauen, unter die, eigentlich besser unter die Matratze, was da drunter ist. Und da Latte-Rutsch. Also, es ist für diesen Preis nicht mal ein Froli drin gewesen. Die haben hier überhaupt keinen Schrank, oder? Also ich meine jetzt einen Kleiderschrank oder so. Nur hier. Ja, hier haben wir nur Schubladen. Moment. So, hier haben wir nur Schubladen. Mhm. Also, was? Drittstufe hat es auch. Okay. Hier unten nicht. Und hier auch. Hier ist mit Kleiderstange. Okay, das ging, dann kann man sich vielleicht, ja, das ist okay. Schau mal hinten mit dem, gibt es da irgendwie was? Da gibt es keine Ablage für Handy und Co., oder? Nee. Also mal auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Doch, da ist eine Ablage hier drinnen, aber die schaut ganz übel aus. Sehr provisorisch. Und da oben, hier haben wir die Steckdosen, ja, also das ist vorgesehen. Wir sind auch jede Menge Lichtschalter da. Und da ist die Ablage, da kann man das Handy reinlegen. Also das ist durchdacht gemacht. Man weiß, was ist. Aber ich muss ehrlich sagen, der Preis von 160.000 Euro oder 140.000 in der Grundausstattung, dafür bietet mir das Auto auf 7,80 Meter. Viel zu wenig Platz und spricht mich überhaupt nicht an. Ich auch nicht. Also Adria, ich habe oft schon mal mir da Gedanken gemacht, Adria als Alternative. Wir waren letztes Jahr bei Adria und waren nicht sonderlich begeistert und das hat sich 2023 nicht geändert. Genau. Genau. Schön, was ist meine Meinung? Meistens. Nicht immer, oft, aber oft, öfters. Oft. Und immer öfter, umso vernünftiger ich werde, umso älter ich werde, umso vernünftiger werde ich und umso öfters ist die Ossi meiner Meinung. Naja, okay, gehen wir weiter. Bevor wir noch Blödsinn reden, oder? Auf geht's. Auf geht's. Jetzt kommt nochmal ein Blick mit der 360-Grad-Kamera durch das gesamte Fahrzeug. Vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Video oder zu dem Fahrzeug. Würde uns sehr interessieren. Tschüss!